Ja, hier geht es jetzt um Faszien. Zunächst mal sollten wir allgemein festhalten, dass Faszien ein trennendes und verbindendes Strukturelement sind. What? Ja, und was das heißt, ist, dass Faszien verschiedene Bereiche im Körper umgeben, durchdringen und verbinden. So zum Beispiel Muskeln und Organe, dann Gelenke und Nerven, dann Bänder und Knochenhaut sowie Gelenkkapseln und auch Blutgefäße. Außerdem sind unterschiedliche Bindegewebe dem Fasziengewebe zuzuordnen. Ja, so zum Beispiel auch Sehnen, Aponeurosen, wie gerade schon gesagt, Bänder und auch Bindegewebe innerhalb und um die Muskulatur. Ja, dann fragt man sich wahrscheinlich auch, wie so eine Faszie überhaupt aussieht. Das ist gar nicht so schwer. Man braucht eigentlich nur an so ein Stück Fleisch denken. Ja, oft ist es ja so, dass man um das Fleisch herum so eine weißliche Haut sieht und auch weißliche Strukturen innerhalb des Muskels sozusagen. Und das sind tatsächlich Faszien. Das heißt, Faszien bilden so ein 3D-Netzwerk und sind überall miteinander verbunden. Man kann auch an so eine Grapefruit denken. Ja, bei der Grapefruit ist ja dieses rote Fleisch von so einer weißen Schicht umgeben und die weiße Schicht ähnelt unserem Fasziengewebe innerhalb der Muskulatur. Und wenn man jetzt zum Beispiel das rote Fleisch entfernen würde, nur noch die Faszie sozusagen übrig bleiben würde, erkennt man auch, dass die Faszie einfach Struktur gibt und verschiedene Bereiche auch voneinander trennt. Ja, man fragt sich wahrscheinlich auch, ob die Faszien überall gleich sind. Ja, es stimmt. Es gibt verschiedene Faszienarten sozusagen. Die oberflächliche Faszie gibt es einmal. Wie der Name schon sagt, liegt sie ja so einige Millimeter unter der Haut bis zur Mitte der Hypodermis. Ja, die oberflächliche Faszie, die ist auch locker gestaltet und hat verflochtene Kollagenfasern und viele elastische Fasern in sich. Dann gibt es die tiefe Faszie und die tiefe Faszie liegt noch weiter unter der Haut, das heißt unter der oberflächlichen Faszie. Sie startet von unterhalb der Hypodermis bis oberhalb des Epimysiums. Ja, zum Epimysium kommen wir auch gleich. Die tiefe Faszie ist relativ dicht und hat gut organisierte faserige Schichten. Außerdem gibt es noch das Epimysium. Ja, hatte ich ja gerade schon erwähnt. Das Epimysium, das liegt direkt über dem Muskel und unter der tiefen Faszie und umschließt auch jeden Muskel. Ja, das Epimysium ist auch direkt verbunden mit dem Perimysium und dem Endomysium. Ja, was das für zwei Schichten sind, kommen wir auch gleich zu. Und das Epimysium besteht aus einer fibrösen Gewebsschicht aus verschiedenen Kollagenfasertypen und elastischen Fasern. Jo, dann gucken wir uns mal an, wie so ein Muskel jetzt bezogen auf die Faszienschichten grundlegend aufgebaut ist. Im Hintergrund sehen wir so eine Knochenstruktur, dann eine Sehne, die übergeht in den Muskelbauch. Und wir sehen so eine erste Schicht, die sich wegklappt. Und das ist das Epimysium, hatten wir ja gerade gesagt, das liegt direkt über dem Muskel. Und dann hatte ich ja auch gerade gesagt, dass das Epimysium direkt mit dem Perimysium verbunden ist. Das Perimysium umgibt quasi so Muskelfaserbündel. Und dann ist ja das Epimysium nicht nur mit dem Perimysium, sondern auch mit dem Endomysium verbunden. Und das Endomysium ist die kleinste Schicht, die sich da so wegklappt. Und das Endomysium umgibt als Faszienschicht einzelne Muskelfaser. Letztendlich gibt es dann noch die viszerale Faszie und die viszerale Faszie, wie der Name auch schon sagt, umgibt die Organe. Dann rutschen wir gleich zur nächsten Frage. Sind denn die Faszien immer gleich? Ja, tatsächlich hängt die Dicke und die Stabilität der Muskelfaszien von der Belastung ab. Das heißt, wenn ich mich nicht bewege, möglicherweise auch als Folge des Alterns, ja, führt das zu strukturellen Veränderungen, zum Beispiel betreffend die Elastizität der Faszien. Gucken wir uns dazu mal zwei kleine Abbildungen an. Ja, wir sehen auf der linken Seite eine gut strukturierte Faszie und auf der rechten Seite eine schlecht strukturierte Faszie. Ja, man kann sich das so vorstellen, dass das rosane Muskelfleisch ist und diese Netzstruktur darüber dem Fasziengewebe entspricht. Und bei der gut strukturierten Faszie sehen wir auch ordentlich verlaufende Fasern. Ja, im Vergleich ja zur schlecht strukturierten, da sehen wir das alles durcheinander. Na, gucken wir uns mal die kleinere Abbildung an. Die kleinere Abbildung bei der gut strukturierten Faszie zeigt einfach nur, dass, wenn man jetzt in das Gewebe hineinzoomen würde, ja, die Struktur der Faszie so einer Wellenform entspricht. Und das spricht natürlich auch für eine relativ hohe elastische Kapazität im Vergleich zu einer eher geraden Struktur bei der schlecht strukturierten Faszie. Okay, dann gucken wir uns mal Auswirkungen von Immobilisation an. Ja, was kann passieren? Ja, das Bindegewebe im Epi- und im Perimysium kann sich ausweiten. Das heißt, da gibt es ja mehr Gewebe, was nicht nur ordentlich verläuft, sondern was auch senkrecht orientiert ist.
Und dieses senkrecht orientierte Bindegewebe kann dann zu Kontakt zwischen benachbarten Muskelfasern führen. Ja, das heißt, die könnten sozusagen verkleben. Ja, außerdem wird das Bindegewebe insgesamt dichter. Was kann noch passieren, wenn man sich nicht bewegt? Ja, wir haben es ja gerade in den Abbildungen gesehen, dass die normale Faszienstruktur gestört wird. Ja, das heißt, das Fasernetzwerk ist nicht mehr ganz klar zu unterscheiden und es folgt auch zur Zunahme von unregelmäßig verlaufenden Fasern. Ja, wir sehen das hier nochmal in den beiden Abbildungen. Gerade in der rechten sehen wir, da ist alles durcheinander. Ja, da gibt es keine klare Struktur mehr. Und das kann tatsächlich passieren, wenn man sich nicht ausreichend bewegt. Was man machen kann, um die Faszien gut strukturiert zu halten, das zeige ich in einem anderen Video. Jetzt gibt es erstmal noch abschließend die Hausaufgaben. Und die Lösung schreibe ich dann wie immer unter das Video.